Oh, mein Controller ist gar nicht an. Verdammt! So, schnell wegdrücken. Gut. Schnell wegdrücken, habe ich gesagt. Und ja, halt willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Warum bin ich im Hauptmenü, fragt ihr euch? Ja, weil da gibt's ja noch was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Und zwar das Alisha DLC oder Alishas Geschichte. Und ja, ich würde sagen, ich attackiere dieses DLC jetzt mal endlich. Und ja, ich muss wahrscheinlich... Okay, Bonuskapitel. Die Stärke der Ritterin. In der Episode geht es um Alisha. Sie findet nach dem Abschluss des Hauptspiels statt und konzentriert sich stark auf das Epilog des Hauptszenarios. Dieses Kapitel sollst du daher erst spielen, wenn du das Spiel abgeschlossen hast. Während dieser Episode kannst du nicht God Eater 2 Jagd auf Aragami von der herunterladbaren Inhalt spielen. In den Einstellungen Neues Spiel Plus kannst du das Kapitel mit übertragenen Daten aus deinem abgeschlossenen gespeicherten Spiel der Hauptgeschichte spielen. Sobald das Kapitel abgeschlossen hast, werden ein Teil deiner Gegenstände und andere Einstellungen übertragen. Du kannst dann die Episode mit diesen Daten erneut spielen. Warte mal. Werden ein Teil deiner Gegenstände und andere übertragen. Bei Neues Spiel kannst du dieses Kapitel mit voreingestellten Einstellungen spielen. Für diesen musst du das Hauptspiel nicht abgeschlossen haben. Aber du kannst keinen Gegenstand ausrüsten von deinem Spielstand übertragen. Dann mach mal ein Neues Spiel Plus, ne? Damit ich auch die Sachen von meinen Dingen hier übernehmen kann. Ich bin übrigens Level 110, ja. Genau deswegen wollte ich jetzt das DLC machen, weil ich weiß nicht, welches Level das DLC haben wird. Und ich möchte nicht vollkommen überpowered da reingehen, deswegen mache ich das so früh wie möglich, weil ich glaube Eisen, also Enders Bruder und weil nicht, was auch immer noch kommen wird, wird ein bisschen stärker sein. Jedenfalls gucken wir mal, was uns im DLC erwartet. Ich habe keine Ahnung. Aber mal sehen. Erstens können wir Alisha mal spielen. Das ist auch was, ne? Aber da erfahren wir, glaube ich, jetzt, was mit Sore und so passiert ist, ne? Das war noch ein bisschen so offen, was da mit ihm passiert sein könnte. Stärke eines Ritters. Alishas Geschichte. Sie hat noch die Brille. Und die Rose auf dem Kopf. この度のラストンベルト我らハイランド評議はコバルトの内務大臣がその悪辣だが的確な手腕を振るって国益をもたらしていた。その内務なき後のわしらはただの老害。この度の視察でそれがよう分かった。特別大使、それ以上いいのだよ。時代の為政者の前で 何をはばかることがある。マティアド、次は評議会全首脳で視察団を編成しよう。彼らもその目で今を見れば気づくだろう。もはや時代は二人の騎士が変えているのだとな。頼んだぞ、リョウ君。これからの時代を。 骨で知られるマティア軍機大臣だ。相当の決意なのだろう。講和条約締結が見えてきたな。ああ。それでは自分もペンドラゴへ戻ろう。今回の視察と会談のことを一刻も早く陛下にお伝えしたい。承知した。 私たちだけでは時代を変えられなかった。
スレイが最悪の時代に光をくれたから。さて、今日はぐっすり眠れそうだ。宿に戻ろう。 Hm. Und wir spielen Aisha, okay. War klar, ne? Level 110, okay. Mir ist gerade aufgefallen, mein Antivirenprogramm ist noch an und meistens, wenn das an ist, während ich aufnehme, hört sich meine Stimme manchmal etwas komisch an. Ich hoffe, das wird nicht passieren in dem Spiel, in der Aufnahme hier. So, dann gucken wir uns mal an. Sperre des drohenden Todes. So, gehen wir ja mal ein bisschen bessere Sachen. Sind nicht so schwach die Sachen anscheinend. Verteidigung und Angriffskraft. Verteidigung. Fokus. Verteidigung. Ja, und ich habe ein paar Dinger hier jetzt mal so markiert mit L2, damit ich die nicht verkaufe. Damit die Übersicht irgendwie besser wird, aber ich glaube irgendwie die Übersicht ist jetzt nicht so viel besser geworden dadurch. Ja, das ist schon, die sind doch nicht schlecht. Ja, Titel. Ja. Gut. Was hast du für Fähigkeiten? Snack-Zubereitung und Heilmittel-Zubereitung, ja. Sehr weit hinterher. Wie kann man das hier freischalten? Vielleicht kann ich das durch ein DLC irgendwie freischalten, ich weiß ja nicht. So, upsala. Wir können mal gucken, wie sie mit einigen Dingens aussieht, mit einigen Kostümen, jetzt wo ich sie habe. Sie kann auch reisendes Mädchen. Also kann natürlich alle Klamotten von Rose tragen. Warum auch immer. So, hier haben wir Bibliothekar-Klamotten. Werde ich vielleicht noch irgendwann mal benutzen. Das ist von Rose. Das ist ihr, genau. Ja, sie hat Sherias Klamotten aus Tales of Crisis F. Minas Klamotten. Ah, nee, das ist von Rose. Das ist von... Habe ich die Klamotten überhaupt schon gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Ja, hier schon mal eine Vorschau. Ich habe alle Dingens hier schon installiert. Ich werde direkt mal alle zeigen. Eigentlich. Vielleicht tue ich die Evangelion, die jetzt diesmal zeigen irgendwann. Ich habe jetzt alle voll gespoilert. Ich trage. Danach krachen, haben wir alles okay. Ja, wir hatten sie ja mal ganz kurz gehabt. Ich bin halt immer noch voll die Verarschung. Wenn man sie so gut wie nie gespielt hat im Spiel, im Hauptspiel. Ja, ich muss zum Gasthaus, ne? Gut. Seht ihr Kräuter und so. Wer weiß, wie weit ich mich überhaupt bewegen kann. Wahrscheinlich kann ich gar nicht überall hin. Ah. Da kann ich schon mal nicht rein. Geht. Warte mal, Herrscher des Landes. Kann ich wahrscheinlich nirgends wohin teleportieren, ne? Okay. Ja, okay. Firk greift mit der Lanze an. Zenkai kao wo awasete kara mou 3 kagetsu ni naru no ka. Genki darou ka, Surei tachi wa. Tama ni wa kao wo misete kurete mo ii no ni. Sie weiß gar nicht, dass er weg ist. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob er weg ist oder nicht, aber... Naja. Immer noch eine Matsche, Surei tachi ni mo misetai na. Iranu osewa ka. Tabi wo tsuzukeru karera no koto da. Kitto mo, nando mo otozurete iru daro. Nanimono! Oh, Kampfthema.
今必要なのは講和締結による終戦だ。こいつどれ？誰国だか。こいつ何か様子がさせるか。Ich glaube, bis 105. Ich glaube, ich bin zum richtigen Zeitpunkt hingekommen. Oh Mann. Dann hätte ich ihn schon einmal erlebt. Ja. Also, er kämpft ja mitten in der Stadt, ne? Das ist überhaupt nicht auffällig. Ach, den hätten wir schon erledigt, Alicia, meine Güte. Aber okay. Sri! Inotte mo muda muda! Arateka! Doko da? Nani mono? Tasuke ni kuru koto nante nai! Nani o itte iru? Stimme kenne ich doch. Doushi no kozo wa? もういねえって言ってるのさ。何？さてんす。ルナ。危ないとこだったね。ロス。さあルナ、おら。Also ich habe nur Dio gehört, aber Luna war es doch.Oder? Ist der Knieschutz durchsichtig gewesen? Habe ich mir nur eingebildet. Abenaito Korata, ne? Rose! What? Alicia, immer da, die Natokinandakara. Amma, Judas, der Dame, das war. Sumanai, das Gatta, Hondoni.じゃね。待ってくれ。スレイは一緒なんだろ。何？結束を変えて。何者かに同志はもういないと告げられた。何者か？どんなやつ？わからない。声だけだった。フィッシュ。うん。嫌な予感がする。やっぱ行ってみなきゃだね。ロゼ、いい？アリシャ、今日はネーフトさん家に泊めてもらって鍵かけて安全にして寝ること。じゃね。あ、ロゼのあの態度、やはりスレイの身に何か。やっぱ行ってみなきゃだね。あれ？ロゼ、宿に戻ってるといいのだが。Frag mich, wie lange dieses DLC ist. Noch nicht länger als eine Stunde oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel hat gekostet, aber war ja in der Collector's Edition dabei. Ich glaube, so ein 10er müsste halt eigentlich kosten. Bei PlayStation Network.Oh, Kräuter. Wie ist der Start zu bauen? Ja, sie hat eine hohe Verteidigung. Irgendwas sollte ich vielleicht noch nachgucken. Ich weiß noch nicht, was. Gegenstände habe ich genug. Okay, wenn die Gegner hier Level 105 sind, ja, dann ist das ein bisschen heftig.Ich glaube, es gibt einige Sachen im DLC, die es nicht im Hauptspiel gibt. Und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und so. Ich schaue mich mal hier noch um. Obwohl, da muss ich hin, verdammt. Okay, geh mal rein. Zur Not kann ich das DLC ja nochmal spielen, ne? Wenn es nicht zu lang ist. Lose, yokatta! Kikasete kure! Saika no Kenshu da no tatakai wo!So könnte man Katzi ins Auge gut machen. Ja,
聞かせてください。なんつ強引さ。それだけの思いなのですわ。観念するの？ライラ様、エドナ様。私の思いは無視なわけ？だったらなぜ話してくれないのか、聞かせてくれ。やぶ蛇か。ロゼ！言ったっしょ、戻ってきたばっかだって。ちょっとぐらい休ませてよね。Ja, so kann man Cutscenes auch gut darstellen. Ist mir gerade aufgefallen. Was machen die natürlich? Die, wie ich sie gerne nenne, die 5 Kilometer Cutscenes machen. Mir ist gar nicht aufgefallen. Durch die Skits könntest du ja auch gut irgendwie die Cutscenes darstellen. Wow. Meine Güte. My mind is blown gerade. Warum haben die das nicht gemacht? Was soll das? So, okay. Geheimniskrämerei finde ich ja wieder sehr gut. Arisha-sama mo goisho surun desu ne? Nani? Nan darou ka? O tsure no kata ga sou itte, shokuji wa 2 bun hoshii to. Ah, tanomimasu. Sugu yoi shimasu. Suwatte o machi kudasai. Okay. Mit warten meinst du ja nicht ein Zimmer nehmen, oder? Dekimashita. Itsu demo odashi dekimasu. Arigato. Okay, dann gib. Gemacht. Warum probiere ich ein paar so lange erwartet? Schweinsohr. Gehen wir mal direkt zu ihr. Hm? Pennt jemand? Selber betrunken. Am Rumliegen. Okay. Warum nicht? Lose! Lose! Sie ist weg. Ich wusste es. Lose, 絶対聞き出すんだから。Jetzt nicht nett. 私を避けてる以上、レディレイクには行かないはず。ならきっと、ラストンベル。Okay. Ah, da finde ich jetzt nicht nett. 作ってみたが。Die mache ich jetzt fertig.Ach, lass uns teleportieren, ja, okay. Wow. Lose, mitsuketa. Das geht schnell. Arisha? Otte kuru nante. Shikamo konna hayaku. Amaku minai de. Sa, hanashi nasai. Mo wakatten desho? Atashi ga hanasu ki nai no. Kishihime-san. Damattete.なぜだ？訳を言ってくれ！話したくないから。納得できない！納得してほしいとか思ってない。私はスレイの重視。聞く権利がある。そうきたか。いいから黙っててってば。あなたと私はもう住む世界が違うのです。自分で選んだんでしょ？王女様。ふざけてるの？そのつもりはありませんでしたが、お気を損ねたのならば申し訳ありません。ご無礼をお許しください。やめてくれ！王女である前に仲間でしょ！ほんと正論。仲間じゃないよ、とっくに。もう別の道歩いてる。ロゼ。納得した？私はずっと。何その顔、やり返されたことないの？ま、王女様だもんね。あなたに私の何がわかるの？わかるわけあるか。
は悲劇のお姫様の顔なんだ。ロゼ！ずっと仲間だと思ってたのに、なぜそんなひどいことばかり。ロゼ！そっちに言わされたんだっつの。ひどいひどいひどいひどいひどい。次は泣くんだ、女の子。どれだけ不器用なのこの二人。止めます、エドナさん。いやよ、どっちも正しくてどっちも悪いもん。それにどうせこの二人は無二の親友になるか、心底疎み合うかのどっちかしかないわ。確かに。けど正直意外ね、この二人が女になるの。お二人が一番そう感じてるかもしれませんね。もう勘弁して。ロゼ次第、私の気持ちは変わんないよ。私も、はあ、アリシャ？明日また来る。逃げても無駄なのは分かったでしょ。待っててよ。そうじゃなくて、こんな夜にどこ行く気？公職の者らしく、騎士団の寄宿舎で仮眠する。あんた反急戦派とかに狙われてんじゃん。危ないって。他人のことでしょ。ロゼには関係ない。Okay. 分かってるよ、ロゼ。スレイのこと、とても辛い事情があるんだよね。自分が決めた道で身を結ぼうとしている今の私は、そんな辛いことを知る必要ないって気遣ってくれてるんだよね。分かってる。けど仲間なんだから。 Nein. Nein, akzeptiere ich nicht. Das ist eine blöde Erklärung. Nee.Nee, finde ich nicht gut. Das hätte man anders regeln können, finde ich. Also ja, mir war schon klar, dass irgendwas, das wird auf jeden Fall seine Gründe gehabt haben, warum Rose ihr nichts gesagt hat. Aber dann so weit zu gehen und zu sagen, dass sie keine Freunde sind oder so, auf ihr rumzuhaken, das fand ich jetzt wirklich beschissen geregelt. Nee, fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Puh.Ja, was der Grund ist. Ihre Kniedinger wirklich unsichtbar oder durchsichtig? Kann ich an ihr ranzoomen? Jetzt nicht mehr, glaube ich. Doch, ein bisschen. Ja, sind durchsichtig. Ja. Okay, das fand ich jetzt irgendwie nicht gut, die Szene. Nö, gebe ich jetzt ganz offen zu. Aber egal. Bin wahrscheinlich wieder nur ich und ja.Alle andere fanden diese Szene sehr gut geregelt und so, wenn man den Hintergrund kennt und also weiter, aber nö, für mich nicht. Nee. Wollte ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ja. Ich beende den Part dann mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria, Alishas DLC. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.